Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter mit dem brandneuen Motorola Moto G4 hier aus Paris. Jetzt richten wir das Gerät ein, wir packen die SIM-Karte rein, durchlaufen den Einrichtungsprozess und dann gucken wir einmal rum, wie viel freien Speicherplatz haben wir, welche Apps sind vorinstalliert, was macht das Display für den ersten Eindruck und auch die beiden Kameras. Und ich bin ganz stolz auf mich, denn ich habe an den SIM-Kartenöffner gedacht. Hier ist nämlich keiner bei und dann fiel mir erst ein, ich brauche ja gar keinen, denn die Rückseite lässt sich einfach abmachen. Hier unten, auf unten rechts ist eine kleine Einkerbung. Da kann man dann die Rückseite abmachen und wir haben hier beide SIM-Karten-Slots, SIM 2 und SIM 1. Sogar mit dem Adapter für auf Micro-SIM-Karte, falls ihr eine Nano-SIM-Karte habt. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo ich wieder stolz auf mich bin, dass ich an das Teil hier gedacht habe, denn meine SIM-Karte, um das Moto jetzt zu testen, befindet sich im OnePlus One. So, und ohne die wäre ich jetzt da nicht rangekommen. Da ist dann auch immer so ein kleiner Trick. Wer keine Büroklammer hat, wenn die zu oft hoch sind, aber so ein Tacker, sich einfach so zwei, drei von den Tacker-Metalldinger-Streifen nehmen, gerade biegen und dann kommt man auch in diese Pendinger rein. Wir haben jetzt unsere Nano-SIM-Karte in den Adapter für, nee, wie rum? Ah, da ist jetzt die Ecke, also so rum. Aha, gibt ja nur eine Variante, oder? Zeig doch mal, der kann doch jetzt nicht... So kompliziert kann das doch gar nicht sein. Wieso habe ich jetzt hier so viele Ecken von dem Ding? So nach unten? Ach, wir haben doch eine Anleitung. Also, wir öffnen es, schieben es, ziehen es raus. So, gut, dass wir zwei davon haben. Dann können wir nochmal gucken, wie die rausgezogen war. Also Ecke links oben. Bedeutet, du jetzt wieder da rein. Ecke links oben war so rum. Dann kommt die Nano-SIM-Karte mit der Ecke so, also Chip nach unten, Karte so rum rein. Dann sollte das passen, hoffen wir doch mal. So, ah genau. Und also Chip nach unten, Ecke links oben. Und jetzt mit viel Fingerspitzengefühl oder wir drehen das einfach auf den Rücken und dann hilft uns nämlich die Schwerkraft. So, also Ecke links oben so in die Schablone rein. Und dann war es das. So, Rückseite wieder drauf, überall schön festdrücken. Und nicht nur am Rand, sondern auch hier oben um die Kameralinse. Folie vorne ab und den An- und Ausschalter an der Seite drücken. Und wir gucken mal, was passiert. Drücken, 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 drücken. Moto, kein Lenovo-Hinweis, kein Motorola-Hinweis, noch nicht mal ein Motorola-Zeichen. Nur ein Moto und powered by Android, da sieht man doch schon weiter. Also Lenovo wird wahrscheinlich Motorola als Marke komplett wegfallen. Ah, okay, war ja zu früh fort. Also Lenovo haben wir noch, aber Motorola, alle Hinweise werden wahrscheinlich flöten gehen. Und wenn ich mir das gerade so angucke, 5,5 Zoll Display, Full HD, das ist jetzt ja das erste Mal bei der Moto G-Serie, dass wir soweit sind, bei inzwischen der vierten Generation. Das Ding hat also eine schöne Entwicklung gemacht und ich muss sagen, der erste Eindruck so in der Hand fühlt sich doch leicht an. Und ich komme ja gerade vom High-End OnePlus 3 daher, was ja so ne, nochmal 150 Euro Aufpreis sind, aber natürlich in einer ganz anderen Kategorie spielt. Da kommt jetzt hier so eine 250 Euro Version, ich sag mal im ersten Moment, gar nicht mal so schlecht weg. Ich habe aber immer noch im Hinterkopf, dass die Moto G Serie natürlich weniger als 200 Euro kosten sollte. Und jetzt sind wir hier bei 250, so teuer war das Ding noch nie. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber ich gebe dem Gerät auch so viel. Erster Eindruck in der Hand, vor allem mit dieser gummierten Rückseite, kommt eigentlich ganz gut rüber. So, also antippen, um die Sprache auszuwählen. Obwohl wir in Frankreich sind, wählen wir Deutsch. Wir gehen weiter und jetzt haben wir das WLAN. Haha, ich könnte jetzt natürlich mit meinem iPhone Hotspot aufmachen, aber ich gucke mal, ob ich hier das nicht einfach ins Hotel WLAN komme. Da kam jetzt nichts, also drücke ich mal auf Überspringen. Bitte beachten Sie. Achso, und dann brauche ich eigentlich gar nichts. Also das muss ich jetzt nicht bestätigen, der braucht anscheinend wirklich nur ein bisschen länger hier mit dem Hotel WLAN. Datenschutz, kann ich auch nichts anderes machen, außer zustimmen. Software-Updates. So, jetzt könnte ich natürlich hingehen von einem anderen oder von einem anderen Gerät Einstellungen schon mal rüber kopieren, dass so ein paar Sachen schon mal sind. Will ich aber nicht. Ich richte das Moto G4 komplett als Neugerät ein, sage also nein, danke.
Im nächsten Schritt kommt dann, genau, da logge ich mich dann mit meinem Google-Konto ein, also einmal E-Mail-Adresse und Passwort und direkt mal dicke Gummipunkte. Ich habe jetzt ganz normal auf dem Gerät getippt und das fühlte sich wirklich nett an. Auch der Vibrations, wisst, was ich meine, also auch das Vibrieren vom Gerät beim Tippen, was ich da so als Feedback bekommen habe, nett. Also das kurze Tippen hier hat mir schon sehr gut gefallen. Jetzt sind wir bei den Google-Diensten. Da kann jeder selber entscheiden, ob er da zustimmt oder nicht, welche Häkchen er da setzt und welche er rausnimmt. Ganz unten erscheint dann der Punkt Weiter. Das hat jetzt etwas länger gedauert. Als nächstes können wir noch eine zusätzliche E-Mail-Adresse einrichten. Brauchen wir aber nicht. Später kann man immer noch machen. Das heißt, jetzt sind wir fast durch. Genau, jetzt ist noch die Frage, möchten wir ein altes Backup wiederherstellen? Da sage ich nö, denn ich will es ja wissen, als neues Gerät einrichten. Ich möchte einfach sehen, wie kommt das Gerät nackig daher. So, möchte ich das Gerät schützen? Da sage ich jetzt nein, denn anders als beim großen Bruder, dem 4 Plus, haben wir hier vorne keinen Fingerscanner. Für den man dann zusätzlich noch eine andere Entsperrmethode hinterlegen muss. Das heißt, ich überspringe das einfach. Ja, ist mir auch total sicher. Google Now herunterladen. Ja, bitte. Ich persönlich bin ja so ein Riesenfan von Google Now. Gerade hier in Frankreich merke ich mal wieder, wie nett das alles zusammen funktioniert. Auf dem Laufenden bleiben. Möchte ich Informationen von Lenovo oder von Moto bekommen? Nö, danke. Brauchen wir jetzt nicht. Und damit sind wir durch. Der Homescreen erwartet uns mit unserem normalen Begrüßungsding. Das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Also wirklich, erster Eindruck hier von dem Teil gerade. Auch vom Display. Ja, warum nicht? Also doch, also die Kamera fängt das jetzt leider ein bisschen, es dunkelt doch ziemlich nach links und rechts. Aber wenn man davor sitzt, ist es aber bei weitem nicht so schlimm. Das, ja, doch. Also gut, für ein 250-Euro-Gerät, da erwartet man ja sowas auch. Drehen wir mal die Helligkeit auf. Und ja, auch nicht schlecht. Na gut, mit den Spiegelungen, das werden jetzt natürlich die nächsten Tage zeigen. Ich stürze mich damit jetzt natürlich gleich sofort in die Straßen von Paris und guck mal, wie gut kann man das Gerät denn auch draußen unterwegs benutzen. Da bin ich ja schon mal sehr gespannt. So, und ansonsten gucken wir noch mal ein bisschen weiter rum. Und zwar, welche Apps sind vorinstalliert? Lenovo-Moto orientierte sich ja bisher immer sehr an... Ach, das war es schon. Also, wir haben hier ein paar Google-Apps. Wir haben Moto Design App und eine Radio-App. Ja, die Dinger kommen ja auch wieder mit FM-Radio hinterlegt. Ein Sim-Toolkit. Und das war's. Also auch wieder sehr nackiges Android. Und guck mal... Wir haben ja direkt Google Now drauf. Ich erinnerte mich, sonst muss ich doch... Also kein Google Now Launcher. Also das kommt jetzt hier sehr ans Android-Feeling her, also ans Vanilla-Android-Feeling heran. Ich glaube, das einzige Unterschied, den wir jetzt gerade haben, sind hier die... ist ja diese Widget-App, die da gerade hinterlegt ist. Und ansonsten gar nicht so viel. Also Apps vorinstalliert, gar nicht viel. Dann gucken wir direkt mal als nächstes rüber, wie viel freien Speicherplatz wir denn haben. So, und da SIM-Karten, Speicher, USB. Wir haben ja die 16 GB Version, was anderes gibt es bei uns in Europa nicht. Davon sind 5,73 GB verwendet. Das heißt, wir haben noch problemlos genug frei. Wobei und dann noch aufgeschlüsselt. Auch das ist ja auch mal nett, dass man direkt sieht, 518 GB gehen dafür drauf. Bedeutet, das ist nochmal frei, also über 10,8 GB, ne? Wobei sind verwendet, also 10,3 GB sollten da Pi mal Daumen noch frei sein. Also gute 10 GB ist ein solider Wert und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir hier noch die Micro-SD-Karten Erweiterungsmöglichkeit haben. So, und dann kamen gerade die Notifications, ihr habt von der E-Mail gerade gehört und der Ton, also der Lautsprecher kommt wirklich aus der normalen Hörmuschel. Also da haben die jetzt wieder so ein 2-in-1 gebastelt, also nicht, dass hier irgendwo sonst noch ein Lautsprecher versteckt ist. Nö. Müssen wir mal gucken. Wie ist das jetzt hier mit Gesten? Kann man Tap-to-Wake-On irgendwo aktivieren oder sowas? Aber viel wichtiger für mich, gerade bei den Motos ist ja okay, aber ja. Und das funktioniert noch. Wackeln vom Gerät, um die Kamera zu starten. Ja, bitte. Eine Einleitung, heller, dunkel, Fokus, Quick Capture. Ah, da wird es mir so erklärt, falls ich die Kamera über die App gestartet hätte. QR-Codescanner, Barcode-Scanner. Sehr schön. Und das ist hier eins von den Features, das finde ich sehr schön. Ich muss keine Tasten drücken, sondern ich greife zum Gerät oder ich habe es in der Hosentasche und in der Hochdrehbewegung, dann wackelt man einmal, es vibriert und die Kamera startet. So, und wenn wir jetzt hier mal ganz kurz nochmal gucken, wir haben ja hier die kleinere Variante, diese
Ja, da hupen auch die Pariser gerade, wenn ich Fotos mache, auch nicht schlecht. Also das ist ja hier die 13 Zoll, die 13 Megapixel Variante. Der große Bruder, das G4 Plus, kommt ja mit der besseren 16-Megapixel-Kamera, die ich aber noch heute noch nicht ausprobieren kann. Und wir gucken uns einmal mal die Frontkamera an und da seht ihr, wie es hier so aussieht. Also da oben haben wir die Kamera und so, ja, also vom Fotos machen, das ging jetzt aber fix hin und her. Wechseln wir nochmal nach hinten und wir haben jetzt HDR auf Auto gestellt. Machen wir mal HDR an, wie lange es da zum Speichern dauert. Ah, ne? Da dauert es so ein bisschen. Da habe ich eine, das ist aber eine schöne Animation. Er macht nicht erst das Foto und speichert es dann, sondern er kombiniert das irgendwie zu einem, sodass es gar nicht mehr so, dass man gerade die Kamera beim Aufnehmen, während er die drei Fotos macht, dann etwas ruhiger hält. Ja, okay. Wie sieht das auf der Frontseite aus? Haben wir da auch die Möglichkeit? Genau, da können wir auch HDR. Gleiches Spielchen wieder. Also beim HDR-Speichern haben wir ein bisschen eine Verzögerung, beim normalen Fotos machen dann aber nicht. Also, ne? Nö. Wenn er da einmal scharf gestellt ist, geht er so durch. Sehr schön, guter erster Eindruck. So, und wenn wir jetzt mal uns die Fotos angucken. Ja gut, das war jetzt einfach mal unscharf draufgehalten. Nee, ja doch, Frontkamera. Ja, doch. Also wenn ich jetzt überlege, das ist hier gerade im dunklen Zimmer zum ersten Mal gemacht. Da muss ich mich jetzt natürlich draußen in die Straßen von Paris jetzt stürzen. Wo ich aber gespannt bin, ist. Ah, guck mal, das funktioniert auch mit aktiviertem Display, das Wackeln, um Foto zu machen. Und zwar die Videofunktion. Die ist jetzt mal wieder wohin gewandert? Nein, Blitz will ich jetzt auch nicht. Wie komme ich denn? Wo haben sie denn jetzt die Video? Ich kann vor, zurück, Foto, Video. Ah, einfach auf die Kamera. Ah, da haben sie das Menü versteckt. Wenn wir jetzt einfach mal auf Video gehen, um da in den Einstellungen rumzugucken, die jetzt gar nicht kommen. Das aber ein bisschen. Ah, doch reinwischen. Also Auslöseton, Quick Capture, Foto haben wir alles. Fotogröße, Rückseite. Aha, wir steigern uns mal wieder. Ich verstehe es nicht. Ist ja schön, dass dann, dass ihr 16 zu 9 standardmäßig einstellt, aber dann sollten auch bei 16 zu 9 die vollen 13 Megapixel anliegen, tun sie nicht, sondern bei 4 zu 3. Das heißt, ich will jetzt wieder nicht wissen, wie viele Leute da 16 zu 9 Fotos, aber mit unter 10 Megapixel knüpfen, dann schießen. Oh, naja, das muss doch nicht sein. Also, ja, da auch wieder. Das hat man bei Huawei gerade, hat man denen das ausgetrieben. Jetzt fängt Lenovo damit an. Naja, also, wir wissen, Auflösung hochdrehen und dann Videos. Sehr schön. Wir haben Full HD mit der Rückseite. Irgendwie auf der Lenovo-Seite zum Moto G4 steht das da irgendwie mit 720p. Verstehe ich irgendwie auch noch nicht. Wahrscheinlich meinen die vielleicht die Vorderseitenkamera. Und Zeitlupe gibt es in 540p. So, und wenn wir nochmal reinwischen, dann kann man da auch die Auflösung auf der Vorderseite auswählen. Nein. Das heißt, wir wechseln einmal auf die Vorderseite, wischen da nochmal rein und gucken uns da die Fotogröße an. Guckt mal, da ist 4 zu 3 standardmäßig ausgewählt. Und bei den Videos, sogar Videos sind mit Full HD möglich. Das freut mich jetzt gerade. So, also das sind die Kamerawerte oder die ersten Eindrücke von der Kamera, haben wir das auch erledigt. Und ansonsten muss ich sagen, Tippen hat mir gerade sehr gut drauf gefallen. Ja, gleich das Ruckeln hier beim Google Now starten. Na, da muss man mal gucken, wie sich der 617 Snapdragon so startet, so schlägt. Und ansonsten soll es das jetzt gewesen sein. Und ich stürze mich jetzt raus mit guten. Ich glaube, wir hatten 90% Akkuleistung. Genau, 89% Akku ist noch da. Also das sollte für den guten, gemütlichen zweite Tageshälfte hier in Paris genügen. Und wenn ich dann heute Abend beim Eiffelturm stehe und dann da als einziger im deutschen Trikot. Naja, aber lassen wir das. So, das soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Die im Alltag braucht und es jederzeit ganz normal nutzen will, der sollte einfach warten bis zum originalen Release.